So, hallo allerseits, kommen Sie rein. Es geht weiter mit BentoLab von Philipp. Und vielleicht zwei, drei einführende Worte. Philipp ist Computeringenieur, also Informatiker. Und vor Jahren über den iGEM-Wettbewerb, ein großer Wettbewerb unter Studenten, 4000 Leute sind es mittlerweile, die in Boston jedes Jahr zusammenkommen und ihre Projekte vorstellen, was sie über den Sommer gebaut haben. Da kommen wirklich beeindruckende Konzepte raus. Und ist BentoLab auch dabei entstanden? Ein bisschen ist es dabei entstanden. Aber ihr habt echt was Unmögliches möglich gemacht. Ihr bringt das Biolabor zu jedem nach Hause, alle wichtigen Geräte vereint in einem. So eine geile Geschichte. Mit Kickstarter-Kampagne, ihr seid ganz kurz vor der Markteinführung. Toi, 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 und ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Ja, danke. BentoBio, BentoLab. Wir wollen das eigentlich Biotechnologie so verfügbar machen, so wie Arduino, Raspberry Pi und so weiter hier schon ist. Und es knüpft, glaube ich, ganz gut an die vorherigen Vorträge. Und wie gesagt, das hat angefangen mit einer Kollegin, einer Mitstudentin, einer Biochemikerin, Bethan, vor 5 Jahren, 2012, als wir beim iGEM-Wettbewerb mitgemacht haben. Da ist auch bei der Biohacking-Area hier ein Forschungsteam, ich glaube von der TU München, die beim iGEM mitmachen. Und das ist sozusagen ein Studentenwettbewerb für synthetische Biologie, wo eben Gruppen von Studenten über den Sommer Bakterien umprogrammieren müssen und da Prototypen zeigen sollen und dann eben ist es ein Wettbewerb über die Qualität ihrer Forschung. Es ist immer ziemlich utopisch und sehr interessant, aber auf jeden Fall eine ganz interessante Community und sehr lehrreich. Und wir haben das einige Jahre lang gemacht und haben wir eben über diese DIY-Bio-Community gehört und dachten, das ist doch interessant, damit möchten wir uns irgendwie mehr mit beschäftigen und haben eine Kollaboration mit dem Biohackspace in London gemacht. Haben dort mit denen im Prinzip, also eigentlich war das Konzept, wir gehen jetzt mal zu diesem Hackerspace und sagen, hey, wollt ihr bei uns mitmachen? Dann bekommen wir gute Brownie Points für den Wettbewerb und haben eine ganze Armee von Pipettierern. Und im Prinzip war es aber genau andersrum, weil wir gemerkt haben, hey, eigentlich ist dort eine ganze Menge Wissensdurst und noch nicht wirklich viele Geräte oder irgendwas. Und es war dann so ein bisschen ein Projekt zu schauen, was können wir in diesem Hackerspace bauen und was können wir beibringen und was können wir davon noch lernen. Wir haben also in dem Space DNA-Amplifizierung gemacht, Gele analysiert und wir haben eigentlich nach einem bestimmten DNA gesucht in einem Marienbakterium für unser Projekt und haben dann auch teilweise die Hacker in unser Universitätslabor eingeladen für Sachen, die wir dort in dem Space nicht machen durften. Aber wichtig ist eben auch, das ist meine Mitgründerin Bethan. Wir haben halt dann währenddessen versucht, so viele Geräte erstmal selber zu bauen, wie wir konnten. Also da waren noch einige, sie sehen so ähnlich aus wie die aus dem vorherigen Vortrag hier, so ein Inkubator in einer Küchenbox mit Glühbirne und Shaker-Incubator mit so einem Drohnenmotor, was alles ganz gut funktioniert hat, um eben dann Zellen wachsen zu lassen und das Projekt durchzuführen. Und wir haben dieses Ganze dann aufbereitet und in einem Museum vorgestellt, um zu zeigen, hey, man kann sowas auch außerhalb des Labors machen und sollte man das machen und wenn man das macht, wie, in welchem Rahmen funktioniert das? Und seitdem haben wir uns irgendwie ziemlich mit dem Thema beschäftigt und gemacht. Und ungefähr ein Jahr später waren wir in Amsterdam, in der WAAG. Da sind auch schon einige Usual Suspects auf dem Bild. Und das war so ein Treffen, die es immer mal wieder gibt, wo sich die ganze Community in Europa so ein bisschen zusammenkommt und auch ein bisschen bespricht, ja, was passiert eigentlich gerade so, was sind unsere Herausforderungen? Und ein interessantes Thema war eben, ja, was hält die Community noch so ein bisschen zurück oder was fehlt, um das breiter zugänglicher zu machen? Und das hat uns so ein bisschen motiviert zu schauen, hey, können wir da irgendwie was machen oder können wir da ansetzen, so dass es eben eine ähnliche Arten von Ökosysteme wie Arduino, wie Raspberry Pi auch in Biologie sind. Oder ich weiß nicht, ob Sie bei dem Vortrag eben waren, wurde ja immer nach den günstigeren Hobbygeräten gesucht als Gegenstück zu den sehr teuren Profigeräten. Also gibt es auch schon eine Menge Community, Inspiration und so weiter. Und wir wollten das Ganze eben
so aufbereiten, dass man das eben auch an Schulen verkaufen kann und dass das Ganze so funktioniert, dass das auch kommerziell funktionieren kann, um dann eben auch die Support-Infrastruktur und so weiter dazu zu haben. Und wir haben eine ganze Menge, ich habe mir ein paar Bilder reingemacht, also wie wir irgendwie angefangen haben, so ein paar Bilder zu zeichnen, so eine Art alles in einem Labor in einem Koffer, den man dann mitnehmen kann ins Feld oder in die Schule oder wieder zurück ins Labor. Und haben dann angefangen, erstmal so einen Aktenkoffer einfach zu da Sachen reinzubauen. Und wir haben halt super früh angefangen, bevor das überhaupt irgendwie funktioniert hat, einfach immer zu Maker Fairs zu gehen, zu iGEM, zu Wissenschaftsfairs und darüber gesprochen und ganz viel Feedback gesucht und dann eben weiter daran gearbeitet. Also wir haben ungefähr so 2 Jahre eigentlich nur damit verwendet, mit Leuten zu sprechen, das Gerät zu bauen und neu zu bauen und neu zu bauen, bis wir am Ende eben so eine Art Formfaktor haben. Und das war dann das erste Modell, das auch wirklich funktioniert hat. Aber was irgendwie für uns ganz entscheidend war, dass das eben so ein bisschen Consumer Electronics mäßig aussieht. Also wir wollten eben so versuchen, dass das so ein bisschen spielerisch zugänglich ist und nicht unbedingt wie ein Profigerät, sondern etwas, was vielleicht auch jemand, der 15 ist und sich interessiert, einfach mal ausprobieren kann, was einen nicht einschüchtert, wo man nicht denkt, ich muss erstmal ein PhD haben, um da weiterzumachen. Dann haben wir gedacht, wir bauen jetzt mal 15 Probegeräte und geben die an Leute weiter. Wir haben einfach auf unsere Webseite gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, Bentley Lab zu testen, dann wollen wir von euch 500 Pfund haben und wir bauen euch eins und dann kriegt ihr eins und testet das. Und das war ziemlicher Albtraum, weil wir uns gedacht haben, das wird super funktionieren. Wir haben ja schon eins gebaut und es war absolute Katastrophe, aber wir haben es irgendwie dann hingekriegt nach deutlicher Verspätung und deutlicher mehr Budget. Und haben dann eben die gegeben an unter anderem Kevin in Kanada, der ein Hackerspace dort hat und der das sehr viel mit sich rumnimmt, wenn er Vorträge innerhalb Nordamerikas gibt über DIY Bio, so wie heute. An Stefan in Neuseeland, der das unter anderem in Highschools, aber auch für seine Undergraduate Teaching benutzt. Gianpaolo von Beer Decoded in der Schweiz, der eben Biergenome nach Verwandtheit untersucht, hat auch eins. Oder hier eine Pembrokeshire Fungus Recording Network, das ist ein Citizen Science Projekt von pensionierten Walisern, die sich überlegt haben, die schon eine ganze Weile lang Pilze gesammelt und untersucht haben und die jetzt gesagt haben, jetzt wollen wir das noch mit DNA-Barcoding weitermachen. Also wir wollen jetzt noch so immer einen DNA-Fingerabdruck von diesen Pilzen sammeln. Und das hat dann so uns eigentlich den Anspruch gegeben, das auch wirklich als quasi Firma umzusetzen und zu sagen, wir wollen das jetzt so machen, dass wir das auch wirklich vertreiben können und das breiter zugänglich machen zu können. Weil wir vorher immer der Meinung waren, vielleicht ist das einfach nur ein gutes Design-Konzept, Design-Fiction. Das ist halt so ein Laptop-aussehendes Labor. Das ist natürlich klar, wenn man zu einer Wissenschaftskonferenz geht, dass die Leute sagen, hey, das ist ja total cool, weil die Leute eben sehen, hier sind meine Geräte, alles in einem, perfekt. Man sieht so eine Art Zukunftsfilm in seinem Gehirn. Aber ob das dann auch wirklich funktioniert im alltäglichen Leben, in richtigen Forschungsprojekten, das war uns noch nicht so ganz klar. Und das wollten wir eben mit diesem Beta-Testing testen. Und dann haben wir eben gesagt, jetzt müssen wir es hinkriegen, das auch herstellen zu können. Wir können die nicht mehr per Hand herstellen. Das hat schon bei den 15 nur sehr schlecht funktioniert. Und haben eben ein gutes Jahr damit verwendet, eine Industrial Design Firma zu suchen, mit der wir gut zusammenarbeiten, ein Wissenschaftslabortechnik, Testing Labor für Safety Testing und so weiter. Die haben auch schon unsere Beta-Test-Projekte so ein bisschen betreut, um zu schauen, dass wir niemandem was geben, was jetzt irgendwie in die Luft geht. Und haben dann eben ein Kickstarter-Team gegründet und dann haben wir eine Kampagne gemacht, die ich euch jetzt mal zeige. Ever since I was 15, I've been in love with DNA. I mean, what could be cooler than understanding the code of life? Working with DNA in a laboratory is something most of us never get to experience. This lack of access really reminds me of computers in the 1950s. But computers have changed a lot over the last 50 years. They've gotten smaller and smaller and more accessible. And I was thinking, well, what if we could take the same step with labs? That's what BentoLab is. It brings together all the essential tools for molecular biology. You've got a centrifuge to extract DNA, a PCR machine to copy genes, and a gel unit to visualize DNA. Usually, all of this equipment costs a lot of money. We want to make BentoLab an affordable alternative so that lots of different people can work with DNA. My name is Gianpaolo, I'm the founder of Beer Decoded, and I'm on a mission to understand the genomics of beer.
I often go to remote locations where I collect DNA samples and then bring them back to the lab for analysis. Now with the Bento Lab, I can actually run some of these analyses in the field. Things like a centrifuge, a PCR machine, gel electrophoresis, all those bits of kit individually are very expensive. So it's really great that a device has come along where you can get everything in one small package, which is really simple for the kids to use. Bento Lab started with a simple vision, that laboratory tools would be accessible for students, teachers, field researchers, citizen scientists, and everybody else who wants to learn about genetics and get involved in biology. We've been beta testing Bento Lab for the past 6 months, and we've made a ton of improvements to ensure that Bento Lab is robust, professional, and easy to use. Now, we need your support to launch our first production run and help make Bento Lab a reality. You can support us by pre-ordering Bento Lab or even a Bento Lab server kit, which gets you not just the lab, but also pipettes, reagents, instructions, and everything else, so you can go from beginner to pro. We also have stickers, t-shirts, and even a Bento Lab lunchbox, so you can support us in many ways. Please share this video with your friends and help us bring Bento Lab to life. Thank you. Okay, anyway. Ja, wir haben noch ein paar Lunchbox übrigens, falls jemand noch was braucht. Wir haben es dann geschafft, also es war ungefähr vor einem Jahr, dass wir 150.000 Pfund in der Region gesammelt haben. Und eigentlich wollten wir schon im Dezember letzten Jahres liefern. Und offensichtlich hat das nicht funktioniert. Es war auch total, also wir waren damals auf jeden Fall der Meinung, dass wir das ziemlich gut geplant haben und auch mit allen Leuten besprochen haben. Aber wie das so ist, haben sich die Sachen schon geändert. Und ich sollte so ein bisschen heute über die Herausforderungen, die wir hatten, sprechen. Auf der einen Seite, in dem Video sah man noch, dass das da viel Machining war. Also das war eben aus Metall machined. Und wir waren dann ungefähr so an der Ecke, dass wir so viele vorverkauft hatten und auch an Universitäten vorverkauft hatten, dass es Sinn machte für uns eher Injection Molding zu machen als Machining, weil eben die Kosten dann günstiger sind. Und wir waren damals auf jeden Fall noch zu unerfahren, um zu sehen, was das wirklich für Auswirkungen auf die Zeit hat und so weiter. Also das erste Hardware-Projekt, was wir irgendwie versuchen, an den Markt zu bringen in einer Serienproduktion. Es hat uns auf jeden Fall einige Zeit gekostet zu lernen, uns genügend Pufferzeit zu geben und das auch vernünftig zu kommunizieren. Das Problem sozusagen bei Kickstarter ist ja, dass man dann direkt sich selber eine Deadline gesetzt hat und auch Kunden hat, die jetzt schon auf was warten, was ja normalerweise nicht unbedingt so ist, wenn man erstmal noch Forschung und Entwicklung macht. Und ich glaube, das ist so für uns auf jeden Fall Gott sei Dank nicht ein großes Problem gewesen, weil unsere Backer alle ziemlich viel Verständnis hatten. Aber man setzt sich eben sehr unter Druck. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass man dann immer mehr Geld ausgibt, dadurch, dass man einfach länger braucht für die Sachen. Wir hatten sehr viel Glück, dass wir noch genügend Bestellungen auch durch das Jahr bekommen haben, dass wir kein Problem hatten, das weiter zu finanzieren. Und jetzt vorgestern unsere ersten Injection Molding Samples bekommen haben, die auch gut aussehen und alles wunderbar. Aber es war auf jeden Fall... Obwohl wir der Meinung waren, dass wir schon gut geplant haben und uns klar war, dass das eine anstrengende Sache wird, deutlich anstrengender, als wir gedacht haben. Aber wie gesagt, es ist jetzt, alle Teile sind jetzt fertig und es geht jetzt demnächst los. Was mir besonders wichtig ist zu sagen, ist, dass es bei dem Projekt eigentlich nicht nur um das Labor geht, sondern um alles, was da drumherum passieren muss. Im Video kam ja auch schon, dass wir eben dazu einen Starter-Kit haben. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt mehr PCR-Maschinen herzustellen, denn es gibt schon eine ganze Menge, sondern auch zu schauen, wo gibt es die, wo werden die eingesetzt, wie kann man die benutzen und was für Projekte gibt es da drumherum. Das heißt, dieses Starter-Kit ist sehr daran angelehnt, so wie eine Art Arduino-Tutorial-Kit, eben erstmal zu lernen, wie funktionieren so die Grundbausteine, also wie funktioniert in diesem Fall die Pipette, wie erstmal ein bisschen damit lernen, umzugehen und so weiter, eben, dass man wirklich von Grund auf mit Neugierde mitbringt, lernt, okay, so funktioniert ein Projekt, so kann man das durchgehen, bis man eben in der Lage ist, auch vielleicht dann irgendwann seine eigenen Biomarker herzustellen und eigene Projekte vorzuschlagen und durchzuführen. Das heißt, wir haben dann die Entscheidung gemacht, dass wir zum Beispiel so die ganzen Tutorials vom Starter Kit auch online haben, sodass eben wir auch dort Videos und so weiter einblenden können und auf der anderen Seite eben auch immer Feedback-Möglichkeiten haben, so wie man, ich weiß nicht, ob jemand mit Duolingo Sprachen lernt, wo man immer, wenn man gerade ein Problem hat, dann kann man eben sagen, hey, das funktioniert für mich gerade nicht. So wollen wir eben auch
hoffen wir, dass wir in den nächsten Monaten durchaus feststellen, hey, das funktioniert noch nicht so gut, hier haben die Leute immer Probleme, wie können wir da das verbessern, sodass wir eben Monat für Monat das Biohacking einfacher und zugänglicher machen für Lernende, für Lehrer und so weiter. Also unser Ziel ist eigentlich, dass in einigen Jahren vielleicht hier nicht wir bei der Make Munich sind, sondern einige der Leute, die Bentolab benutzen, um andere Projekte zu machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Botanischen Garten in London zusammen, die ein bestimmtes Kit herstellen für auch Fungi Identification, und da wollen wir eben ansetzen, dass wir sagen, in einigen Jahren gibt es eine ganze Menge von Projekten, um erstmal einzusteigen und mit denen man dann mitmachen kann. Vielen Dank und Fragen, wenn Sie Fragen haben, beantworte ich die gerne. Falls jemand Fragen hat. Sonst sind wir gleich auch noch in der Panel-Discussion mit Hacteria und Rüdiger und allen vorherigen Beiträgen, also ein bisschen ein Rundumblick auf Biohacking. Und wie gesagt, wir sind auch dort an einem Stand, das heißt, da sind einige Geräte, also sowohl ein Beta-Testgerät als auch quasi der aktuelle Stand der Dinge. Das heißt, mir würde mich sehr freuen, wenn wir uns später dort noch sehen, und können wir auch dort noch Fragen beantworten und Demo machen, wenn es. Ah, doch, eine Frage, ja, sehr gut. Moment. Ich bin ja in der Bio-Szene jetzt nicht so verheiratet, aber ich habe das Problem immer, wenn ich mit Arduino bastle, muss ich immer was dazu bauen, wieder das Thema erweitern. Kann ich das Labor hier auch nochmal erweitern? Ist das irgendwie geplant oder gibt es da sinnvolle Erweiterungen dazu? Also in diesem Fall ist es ja so, dass es immer ein Zusammenspiel von Hardware und auch Chemie gibt. Das Labor, zumindest diese erste Version, die wir jetzt gerade auf den Markt bringen, ist jetzt nicht so einfach erweiterbar. Also wir können Software-Updates bereitstellen, damit kann man auch noch einiges machen, aber auch dadurch, dass es eben ja ein Laborgerät ist, gibt es dann eine ganze Menge Sicherheitsauflagen, die wir erfüllen müssen. Das ist also nicht so einfach, das dann zu konzipieren, dass das auch sehr einfach erweiterbar ist. Also zum Beispiel, ne, wir haben eine schnelle Zentrifuge, da gibt es dann ziemlich starke Sicherheitsauflagen, dass man sowas überhaupt verkaufen darf. Das heißt, da ist es nicht so einfach. Wo wir besonders einen Ansatz haben, ist jetzt erstmal die Wetware, also quasi die Chemie, die dazugehört, um dann eben ein Experiment durchzuführen, sehr offen zu gestalten. Das heißt, wir haben diese Tutorial-Kits und da versuchen wir eben auch zu sagen, hey, dass vielleicht in ungefähr 12 Monaten ein Benutzer auch sein eigenes Projekt quasi zusammenstellen kann und dann alle Chemikalien davon direkt bekommt. Also das wäre, ich würde bei der Erweiterung hier eher in der Chemie schauen als in der Hardware, wäre so mein Ansatz. Wäre das dann so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich mache es gibt so ein Softwarepool, ich habe ein Datenformat, womit ich die Rezepte, die dieser Gerät dort, dass ich das irgendwo nach entweder bearbeiten kann und auch dann einer Community zur Verfügung stellen kann oder so Sachen. Eine Sache. Und die andere Sache, ist das auch zum Züchten von Hefe geeignet? Also ich könnte jetzt praktisch sagen, ich fange an und mache meine Bierhefe, aktiviere die damit oder mein so Sachen? Also ich fange es von hinten an. Also erstmal, das Gerät ist schon ziemlich stark auf DNA konzipiert, das heißt DNA analysieren, im zweiten Schritt auch vielleicht damit noch arbeiten und so weiter. Wir haben schon uns bewusst dagegen entschieden, erstmal in dann Inkubatoren, also man könnte schon DNA für Hefe präparieren, aber das dann quasi in ein Bakterium reinzumachen, dafür haben wir, oder in eine Hefeprobe, haben wir uns erstmal dagegen entschieden, weil dort auch die Regulierung nochmal eine andere ist. Dafür braucht man in den meisten Ländern in der Europäischen Union auf jeden Fall eine Lizenz. Das dafür zu der Software, also das Labor hat, wenn man möchte, Wi-Fi, muss man aber nicht benutzen, also man kann es komplett über das Interface kontrollieren, aber wenn man möchte, dann kann man eben dadurch auch seine Rezepte sozusagen synchronisieren oder am Computer bearbeiten, und das ist ziemlich einfach. Also wir haben dafür eine Web-Oberfläche, das wird aber ist eine RESTful API, das heißt, man könnte auch gut eigene Software dafür schreiben. Es gibt auch schon einige gute offene Protokollplattformen, die sich eher an Wissenschaftler richten. Also unsere Plattform richtet sich eher daran, dass jetzt so für den Lernenden und Anfänger, weil eben das Wissen, das dazu notwendig ist, ein gutes Experiment durchzuführen, schon ziemlich groß ist. Und das wollen wir eben ganz Stück weit
aufbereiten, dass man nicht vor so einer Wand steht und nicht weiterkommt. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Für den spannenden Vortrag und die Fragen und alles.